Komm und hilf mir bitte! Was soll ich denn helfen? Zoe, nimm bitte die Schüssel und stell sie auf Matte. Ja, die Brötchen sind schon fertig. Das ist wunderbar. Ja, du kannst sie gut sagen. Soll das auch noch bitte? Das wäre nett von dir. Jetzt kommt natürlich wieder das Special-Team. Oh, sie erschreckt sich auf die Finger. Oh nein, ist alles in gut. Gehen Sie bitte in den Keller. So, mein Sohn. Ach, das sieht ja wunderbar aus. Oh, wie schön. Ein Thanksgiving. Dann lasst uns unser Dankgebet sprechen, ihr Lieben. Wir danken für alles, was uns unser Schöpfer gegeben hat auf dieser Erde. Wir danken für unser Leben. Amen. Fangen wir an. Also, möchte jemand von euch vielleicht euch ein Stück ja, gib sie ihm. Vorsichtig. Vorsichtig. Zoe, komm schon, wir sind spät dran. Ich komme schon. Macht's gut, ihr beiden. Was? Bis dann, Bridget. Suche vorangekommen? Sie ist ja. Zeig her. Zoe weiß noch nichts davon. Sie soll sich nicht so große Hoffnungen machen. Das ist doch nicht dein Ernst. Und dafür zahlst du dann noch irrsinnige Maklergebühren? Naja, erstmal ist es eine ruhige Gegend und dort gibt es auch eine bessere Schule für Zoe. Es müsste aber unbedingt ein Mann mit in dieses Haus einziehen. Ja, genau das, was ich jetzt dringend brauche. Du weißt doch, alles, was sich täglich rasiert oder Reifen hat, kann nur Ärger bedeuten. Ja, ja, damit hast du schon recht. Wie hoch soll denn die Kaution für dein nettes Häuschen sein? Sie wollen 10.000. Was? Wahrscheinlich muss ich mir einen zweiten Job suchen. Wow, wenn das nicht unser junger Chef persönlich ist. Weißt du, dass er jede Nacht eine andere hat? Wird jedenfalls erzählt. Und jetzt sage mir, ob du diesen Kerl aus dem Bett stoßen würdest. Er ist nicht mein Typ. Zu gut aussehend oder zu reich? Zu perfekt. Und außerdem bin ich nicht auf der Suche. Dann bist du schon tot, Schätzchen. Das hat dir nur noch niemand gesagt. Das ist ein Witz sein? Erst nach eurem Wochenende hat sie was dazu gesagt? Nicht zu fassen, was? Na, schrecklich. Musstest du die kleinen Monster auch ertragen? Nein, nein, nein. Die waren bei ihrem Ex. Und dann hast du ihr gesagt, du bist keine Frau mit Kindern. Hey, wer keine Straftat begeht, muss auch nicht dafür büßen, Sammy. Sollte das Geschäft zustande kommen, wie viele Angestellte behalten wir dann noch? 40 oder 50? Nein, höchstens 20, vielleicht auch nur 15. Alles bis auf die eigentliche Endmontage fertigen wir in Mexiko. Dann müssen wir ja fast alle entlassen. Denk mal nicht an die Leute, denk an die Dollarzeichen, wie es sich für einen richtigen Geschäftsmann gehört. Naja, wenigstens gibt es eine Abfindung und Arbeitslosengeld. Ja, natürlich. Ich wünsche mir auch manchmal, dass ich fürs Nichtstun bezahlt werde.
7-2, mein Freund. Weißt du, Sam, Frauen sind wie Pfirsiche. Außen sehen sie rosig aus. Eine wunderbare Farbe und glatt. Aber innen braun, hässlich und... Den Schwein hat dich fallen gelassen, ne? Wie einen schmutzigen Lappen. 8-2. Miss Russell, Sie werden am Telefon verlangt. Hallo? Ja? Hier ist Zoes Mutter. Sie hat was getan? Warum spiele ich überhaupt dieses verdammte Spiel? Hallo? Ja, Moment. Für dich. Field? Ja gut, stellen Sie durch. Señor del Campo, schön, dass Sie anrufen, Sir. Ich habe nur Gutes über Ihr Treffen mit Mr. Herbert gehört. Ja, ich freue mich auch, Sie kennenzulernen. Sie kommen hierher? Nein, nein, das ist hervorragend. Ich bestehe sogar darauf, dass Sie mein Gast sind. Meine Familie? Was für eine Familie? Javier, hier ist Dave. Wie geht es Ihnen? Ich freue mich schon, Sie wiederzusehen. Aber natürlich, ich lasse Sie mit unserem Wagen vom Flughafen abholen. Wunderbar. Senior Fields Familie freut sich natürlich auch schon, Sie kennenzulernen. Okay, toll. Dann adios oder hasta Las Vegas. Okay, bis bald. Ich höre immer zu was von Familie. Als ich aus Mexiko zurückkam, habe ich dir doch erzählt, dass dein Image etwas aufpoliert werden musste. Wie, indem du mir eine Familie andichtest? Sam, wach auf. Du musst das nur richtig verstehen. Dieser Javier del Campo gehört noch zu der altmodischen Generation. Er will nur Geschäfte mit soliden Familienvätern machen, die ordentliche Wertvorstellungen haben. Komprende? Ja, wie schön. Und hey, du solltest mir danken, mein Freund. Das wird nämlich ein 50-Millionen-Dollar-Geschäft. So weit, so gut. Und was passiert, wenn der Campo die Familie Field kennenlernen will? Das ist kein Problem. Er kommt nur für ein paar Tage und Onkel Dave hat alles schon gut vorbereitet. Oh nein. Entschuldige bitte, Mami. Jetzt werde ich schon von der Arbeit weggeholt, Zoe. Weißt du, was uns das kostet? Wie konntest du ihn im Pult von Mrs. Travis verstecken? Du weißt genau, dass sie Angst vor Tieren hat. Keiner hat Angst vor Whiskers. Aber Mrs. Travis hat sich erschrocken. Ach, und wer hat dem Direktor mitgeteilt, dass dein Vater mit einem geheimen Regierungsauftrag unterwegs sei? Zoe, du sollst aufhören, dir immer solche Geschichten auszudenken. Es war viel schöner, als Daddy noch hier war. Ja, aber er ist nicht hier. Und vielleicht will dein Vater auch nichts mehr von uns wissen. Zoe, mach das nicht. Zoe. Ich glaube, hier will jemand gar keine Geschenke zu Weihnachten. Zoe Russell, du kommst sofort dort runter. Danke, Bridget. Um 5 bin ich zurück. Sag mal, wenn Engel wirklich unsichtbar sind, woher weiß man dann, dass einer da ist? Naja, du hörst Musik, es ist aber keiner da, der sie macht. Dann ist ein Engel in der Nähe. Aber sie sind doch unsichtbar. Wie kann ich sie dann sehen? Dazu musst du dich sehr anstrengen, denn auf der Erde tragen sie ihre Flügel nach innen und deshalb können sie wie ein Mensch aussehen. Ein Engel kann bestimmt meinen Daddy nach Hause holen. Wenn der Engel denkt, dass es für euch beide gut wäre, ja, dann vielleicht. Aber eins merk dir genau, einen Engel wirst du nur entdecken, wenn du ein braves kleines Mädchen bist und das bedeutet... Mach deiner Mami keinen Ärger in der Schule und klettere nicht wieder auf einen Baum. Ich verspreche es, ich klettere nie wieder auf einen Baum. Wenn jetzt ein Engel zuhört, bitte bringe meinen Daddy zu mir. Und du könntest uns ein Haus besorgen, das genauso aussieht wie mein Puppenhaus. Es ist nicht ganz so spät geworden. Ich verspreche dir, ein braves Mädchen zu sein. Und, war alles gut? Ja, sie ist sie fertig? Ja. Hey, Zoe, bist du fertig? Ich komme. Zoe!
habe was Schönes für dich. Was? Was? Pizza! Lecker! Danke, Bridget. Ja, bis morgen. Bis morgen. Zoe, was habe ich dir gesagt? Du musst auf die Musik achten, hm? Ja, gut. Wiedersehen. 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 Hallo, Schatz. Ich bin zu Hause. Hallo, Liebling. Was gibt es denn heute zu essen? Woher soll ich das wissen? Frag das Personal. Dad, ich will zu Weihnachten ein Auto haben. Bitte. Halt, halt aus! Das tut mir weh. Habt ihr denn überhaupt keinen Sinn für Realität? Ihr seid eine liebevolle Familie. Wo sind die Küsse? Wo ist die Zärtlichkeit? Sie sind seine Frau und wissen natürlich, was es zu essen gibt. Und du hörst dich an wie ein verwöhnter Bengel. Ich spiele das Kind von einem reichen Kerl. Was erwarten Sie denn von mir? Ich erwarte Respekt vor deinem Vater und keinen Familienstreit. Also bitte, alles auf Anfang. Glaubst du wirklich, dass ich mich für ein Geschäft so erniedrigen lasse? Nein, eine Sekunde. Nicht irgendein Geschäft, Sammy, sondern das Geschäft. Das Geschäft, das dein Traum war, seit dein Vater gesagt hat, er wäre schon glücklich, wenn du Hilfsarbeiter würdest. Schatz, was essen wir heute? Also okay, nur damit das klar ist. Mein Agent hat nichts von Essen kochen gesagt. Ich habe Personal, wenn Sie sich erinnern wollen. Und da wir schon dabei sind. Wenn ich mit Ihnen ins Bett gehen soll, kostet das 100 zusätzlich. Ja. Und wenn Sie mich verprügeln wollen, weitere 150. Wenn das wirklich mein Sohn wäre, hätte ich ihn schon längst erwürgt. Das soll meine Familie sein, schaff sie weg. Del Campo tritt morgen früh ein. Schaff sie raus. Na gut. Ihr wart beide sehr gut. Besonders Ihre Darstellung hat mir sehr gut gefallen. Aber er sucht, wissen Sie, er sucht leider was anderes. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden. Es bimmelt leise. Es bimmelt leise. Kannst du es hören? Ja, ich höre es. Auf den Straßen leuchten Sterne. Oh, so ist es. Kein Mensch weit und breit. Nur wir sind zu zweit. Wandern durch den weißen Winterwald. Oh, Zoe. Sind diese vielen Lichter nicht wundervoll? Mami, stopp! Was ist denn, Zoe? Sieh nur, mein Puppenhaus sieht genau wie dieses Haus aus. Zoe, nein! Zoe, warte! Zoe! Komm zurück! Sam, wir finden eine andere Familie. Das ist doch nicht so schwer. Nicht so schwer. Meinst du, sie kommt von der Straße hereingelaufen? Annie? Oh, wow! Zoe? Zoe? Wo bist du? Komm her! Zoe? Du kannst doch nicht einfach in ein fremdes Haus laufen! Zoe! Entschuldigen Sie bitte, sie wusste nicht. Die Tür ist offen gewesen und... Oh, die Stiefel. Ich weiß natürlich, dass ich so etwas nicht gehört, aber... Was für ein Zufall. Ich meine, bei so vielen Häusern in der Stadt verlaufen wir uns ausgerechnet zu Ihnen. Zoe? Zoe, du bist jetzt brav und kommst mit. Mami, das ist mein Puppenhaus, verstehst du nicht? Du verwechselst da was. Dieses Haus gehört fremden Leuten. Komm bitte. Nein, nein, ich will nicht, Mami. Wir bleiben hier, bitte. Wir kennen uns irgendwoher. Ja, Mr. Field. Ich arbeite für Sie. Wirklich? Es tut mir leid, das wird nicht wieder vorkommen. Nein, warten Sie. Oh, wie aus heiterem Himmel. Hier steht die perfekte Frau für dich. Und ein schmutziger kleiner Engel dazu. Zumindest sehen Sie wie normale Menschen aus. Wir gehen jetzt. Nein, warten Sie einen Moment noch. Wir sind auf der Suche nach einer Familie. Sie würden uns bei einem Geschäft behilflich sein. Sie bleiben ein paar Tage und erhalten 1000 Dollar. Sie können ganz beruhigt sein. Es ist wirklich kein Hintergedanke dabei. Das ist ein Witz, nicht wahr? Keineswegs, nein. Oh, ich verstehe. Ihre Mutter kommt zu besuchen? Nein. Nein, 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 nein. Ein wichtiger Geschäftspartner will mich treffen. Er kommt aus Mexiko. Und wenn wir Ihnen nun gefallen, Mr. Field, kaufen Sie uns dann ganz? Es handelt sich um ein ernsthaftes Angebot, Miss... Russell, Kathleen ist mein Name. Damit würden Sie Field Industries sehr helfen, Kathleen. Ihre Loyalität der Firma gegenüber würden wir natürlich extra belohnen. Nun, das mag ja alles sein, aber meine Tochter und ich lassen sich nicht engagieren. Sie entschuldigen mich. Okay, 2000 Dollar, aber das ist mein letztes Angebot.
1000 pro Tag. An Ihrer Stelle würde ich mir das gut überlegen. Und alles, was wir tun müssen, wäre für 2 Tage Familie spielen. Das ist alles. Glauben Sie nicht, dass er den Schwindel durchschaut? Absolut nicht. 3000. Illusorisch. Dann viel Glück. Okay. 3000. Nein, nicht so überstürzt. Erst rede ich noch mit meiner Tochter. Zoe, es geht um Folgendes. Mami, wir ziehen hier ein. Also gut, probieren wir es einfach. Hiermit erkläre ich euch zu Mann und Frau. Ich danke dir, Engel. Hey, Zoe. Du denkst dir doch immer Fantasiegeschichten aus, die keiner glauben will. Dir gefällt es doch nicht, wenn ich das tue. Richtig, aber das hier ist etwas anderes. Mr. Field ist mein Boss und wir tun ihm damit einen großen Gefallen. Oh, gut, da sind Sie endlich. Ja. Hawthorne, parken Sie das Auto hinterm Haus. Ja. Ich finde diesen Vorschlag gar nicht schlecht, aber ja. Andererseits wird es... Ja. So, sind alle Unklarheiten aus dem Weg geräumt? Keine Sorge, Mr. Field. Wir werden Sie nicht enttäuschen. Sie braucht auf jeden Fall eine andere Frisur. Ich würde Ihnen gern etwas vorschlagen. Was? Naja, Ihr Haus ist zwar wunderschön, aber es sieht nicht so aus, als ob eine Familie hier wohnt. Im Grunde... Kann ich mir nicht mal vorstellen, dass Sie hier wohnen. Oh. Es wirkt ungemütlich, ja. Genau. Man könnte doch überall etwas Spielzeug verteilen und vielleicht ein gemütliches Feuer im Kamin anzünden. Das finde ich gut. Das ist eine gute Idee. Ein paar Familienfotos. Zum Beispiel die hier. Wir wollen es nicht gleich übertreiben. Nein, nein, nein. Das schafft Familienatmosphäre. Sie hat völlig recht. Ja. Ich meine, nehmen wir mal diesen Baum. Er ist herrlich geschmückt. War es ein Dekorateur? Ja. Genau so sieht er auch aus. Moment mal. Sie wollen doch nicht etwa meinen Baum verunstalten? Wahrscheinlich würde ich, wenn ich Mrs. Field wäre, lieber altmodischen und farbenfrohen Schmuck wählen. Dann würde er so aussehen, als hätte ihn eine Familie geschmückt. Und das wollen Sie doch. Brillant. Sam, sie ist brillant. Tu, was sie sagt. Oh. Kleine, komm mal her. Du vergisst hoffentlich nicht, dass du zu Mr. Field nur noch Daddy sagst. Keine Sorge, ich krieg das schon hin, nicht wahr, Daddy? Danke, Sally. Zoe. Zoe. Was meinst du? Nun ja, sie sind eine Herausforderung. Hey! Ja, Süße? Tut dir etwa das Gesicht weh? Wie bitte? Es sieht so straff aus. Wollen wir nicht endlich nach oben gehen? Hoffentlich geht das gut. Ich sehe kein Problem. So geht das natürlich nicht. Die Frisur ist schrecklich. Können Sie etwas zaubern, dass Ihr Haar lebendiger wird? Etwas Farbe? Sind Sie verheiratet? 8 Jahre. Wo waren Sie in den Flitterwochen? In Frankreich und Italien. Wer fährt dich jeden Tag zur Schule? Mein Daddy. Und wo war euer schönster Familienurlaub? Disney World. Fahren Sie da in Wirklichkeit hin? Natürlich nicht. Sie wollen Äpfel
und auch noch Popcorn? Und das soll an den Baum? Wann komme ich abends nach Hause? Gar nicht, soviel ich weiß. Würden Sie bitte... Annie. Also bitte... Sag du, Sie würden nie das Essen mit der Familie verpassen. Was ist das Lieblingsessen meiner Frau? Kommen Sie schon. Es ist... Finden Sie es raus. Noch Fragen? Sie bezahlen uns nicht dafür, dass wir Fragen stellen. Sir. Er ist da! Okay, Leute, an die Arbeit. Geht sofort an eure Plätze. Del Campo ist hier! Oh. Del Campo ist hier! Wo sind Mrs. Wie war Ihr Name? Wo sind die beiden? Zoe und Kathleen, kannst du dir das nicht merken? Zoe und Kathleen. Noch nicht reinlassen, warten Sie! Warum? Der Ring. Was? Wo habe ich deinen Ring? Beeil dich, ich finde ihn nicht. Hier. Oh, Dave, pass doch auf, das ist der falsche Finger. Gib mal her. So, fertig. Guten Abend, Sir. Schönen guten Abend. Vielen Dank, Sir. Wie darf ich Sie anreden? Arthur, Sir. Arthur, sind Sie verwandt mit dem berühmten Schriftsteller? Leider nicht, Sir. Senor Del Campo, willkommen in der Casa von Senor Field. Vielen Dank, Senor Herbert. Es ist mir eine Freude, Sie wiederzusehen. Senor Del Campo. Endlich lernen wir uns kennen. Ja, es wird höchste Zeit, Mr. Field. Ah, Ihre Familie. Signor Del Campo, ich bin Kathleen Field. Es ist mir ein Vergnügen, Sie begrüßen zu dürfen. Das Vergnügen ist ganz meinerseits, Signora Field. Und das ist meine, unsere Tochter Zoe. Mucho gusto a conocerlo, Señor. Hablas español? Du sprichst Spanisch? Meine Mami hat mir das beigebracht. Wie reizend, aber... Aber ich dachte, Sie hätten einen Sohn. Oh, manchmal ist unsere Zoe wie ein kleiner, frecher Junge. Ist es. Lassen Sie uns einen Drink nehmen, bitte. Hawthorne? Signora. Oh, vielen Dank. Ein Sohn? Kann passieren. Es gefällt mir bei Ihnen, so gemütlich und einladend. Danke. Mami, hast du das gehört? Sie hätte nicht besser sein können. Schönes Wetter. Das freut mich. Bitte. Oh. Danke. Mr. Field, Sie sind zu beneiden. Sie haben eine wunderschöne Frau und ein bezauberndes Töchterchen. Ja, ich bin wirklich glücklich. Warten wir es ab. Auf Ihr Wohl. Oh, sieht ja beeindruckend aus. Toll. Bravo, das ist ein Meisterwerk. Wollen wir den ganzen Turm auf einmal essen? Nein, das schaffen wir nicht. Senor Field, danke, dass Sie mich so herzlich aufgenommen haben. Es ist uns ein Vergnügen, Sir. Ich war noch nie in Mexiko. Es ist ein Wunder. Was ist denn? Warum siehst du mich so an? Du hast Haare in der Nase. Du auch. Hab ich nicht. Natürlich. Du bist albern. Selber. Ich möchte einen Toast ausbringen auf meine bezaubernde Gastgeberin. Bitte, stoßen wir an auf meine Frau. Verraten Sie mir, wie lange Sie schon verheiratet sind?
12 Jahre. Acht Jahre. Du hast recht. So ist es. Mir kommt es länger vor. Und wie war Ihre erste Begegnung? Das ist vielleicht eine etwas neugierige Frage, aber wie haben Sie Ihre Frau kennengelernt, Senior Field? Erzähl du es ihm, Schatz. Oh nein, das kannst du wirklich viel besser. Na, wenn du meinst, also gut. Ein Engel hat sie zusammengeführt. Ein Engel? Er sah gar nicht wie ein Engel aus, weil Engel auf der Erde ihre Flügel innen tragen. Aber trotzdem war es ein richtiger Engel. Aha, ich verstehe. Und wie geht die Geschichte weiter? Er hat meiner Mami gesagt, dass sie einmal einen Mann trifft, in den sie sich verlieben wird. Aber Mami hat ihm nicht geglaubt, weil sie sagte, nein, es gibt keine Engel. Aber eines Tages ging meine Mami in ein Restaurant. Also, sie stand so rum und wartete, dass ein Tisch frei wird. Auf einmal hörte sie, wie jemand hinter sie trat und sie dachte, das ist er. Sie dachte nicht, der Mann gefällt mir, sondern vielmehr wusste sie, das ist der Mann, in den ich mich verlieben werde. Und er war es. Mein Dad, meine ich. Die beiden verliebten sich, haben geheiratet und dann kam ich. Und seitdem leben wir hier glücklich und zufrieden. Was für eine romantische Geschichte. Ist das wirklich so passiert? Absolut. Sie hat es vollkommen richtig erzählt. Wollen Sie noch eine hören? Oh, Zoe, Schätzchen. Dafür ist morgen noch Zeit. Du solltest jetzt endlich... Gute Nacht sagen und schlafen gehen. Das ist typisch für ein Ehepaar. Einer beendet den Satz des anderen. Ja, ich weiß. Komm schon, sag gute Nacht zu Senor del Campo. Buenas noches, Senor. Gute Nacht, Zoe. Gute Nacht, Daddy. Ja, gute Nacht, Zoe. Was für ein fantasievolles Kind. Das ist sie, ja. Gute Nacht, Arthur. Gute Nacht, Senior Field, und vielen Dank für den bezaubernden Abend. Es war mir ein Vergnügen. Sie haben eine bemerkenswerte Bibliothek. Nehmen Sie sich doch ein Buch mit auf Ihr Zimmer. Danke. Träum was Schönes. Gute Nacht, Mami. Gute Nacht, Sir. Das wäre beinahe schiefgegangen. Ja, er hat uns ziemlich genau beobachtet. Ich würde jetzt gerne in mein Zimmer gehen. Ja? Warum nicht? Bitte, gehen Sie ruhig. Gute Nacht. Gute Nacht. Er liest noch. Okay. Sie schlafen heute Nacht hier. Ich habe mich wohl verhört. Nein, das Bett ist frisch bezogen. Und ich schlafe auf der Couch. Das kommt nicht in Frage. Naja, wie Sie wollen, aber das Bett ist viel bequemer als die Couch. Wenn nun Zoe mitten in der Nacht aufwacht und uns hier findet, wir schlafen auf keinen Fall in einem Raum zusammen. Mrs. Russell, darf ich Sie daran erinnern, dass es hier nur um Geschäftliches geht? Und ich darum... möchte Sie darauf hinweisen, dass ich eine alleinstehende Mutter bin, mit einer sensiblen, fantasievollen Tochter. Ich warne Sie, Mr. Field, wenn Zoe hier reinkommt und uns zusammenfindet, können Sie sich auf etwas gefasst machen. Geh doch endlich ins Bett. Okay. Und wo soll ich Ihrer Meinung nach heute Nacht schlafen? Da drin. Im Ankleideraum? Na gut, dann möchte ich wenigstens mein Kopfkissen haben.
Das ist es aber nicht. Brauchen Sie sonst noch irgendetwas? Oh, nein, nein, nein. Ich will zuerst ins Bad, sonst komme ich ja heute gar nicht mehr zum Schlafen. Können Sie mir was zum Anziehen für die Nacht geben? Meine Sachen sind im anderen Zimmer. Kommen Sie da drin zurecht? Nein. Ist mein Bett bequem genug für Sie? Es ist hervorragend. Wirklich. Gute Nacht. Ja. Begeistert sein. Bitte probieren Sie mal. Es ist wirklich exzellent geworden. Spezialität. Ist sehr gut. Oh, ich will es schaffen. Oh, oh, oh. Wasser bitte. Ei, 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 ei. Es ist gleich vorbei. Gute Nacht, Sir. Gute Nacht. Gute Nacht. Ist wirklich sehr schwierig. Ihr habt bestimmt keine Lust, mit dem Doppelt oder nichts aufzuhören, was? Naja, das dachte ich mir schon. Was soll's? Ich versuch's. Ja! Nein. So eine Meisterleistung schaffe ich in meinem ganzen Leben nie wieder! Meine Herren, rechnen wir ab bei einem Drink. Ich gebe einen aus. Mann, das wird teuer. Oh, hey, Jerry! Wo zum Teufel hast du so lange gesteckt? Wir haben dich auf der letzten Tour vermisst. Ohne deine Späße war es richtig langweilig. Tour? Okay, okay. Warten Sie bitte, ich ziehe mich nur. Nicht zu grob, ja? Wohin geht's? Zum Busbahnhof. Wieso das denn? Ich muss nach Hause. Es wird langsam Zeit. Guten Abend, Sir. Hoffmann? Wir haben es hinter uns. Danke, Sir. Oh, nein, nein, nein. Das geht zu weit. Okay. Das ist ein sehr großes Spielzeug für so ein kleines Mädchen. Und ich will nicht, dass hier was kaputt geht. Das verstehst du doch, oder? Ich mach aber gar nichts kaputt. Es wäre mir... Au! Wo ist Mr. Del Campo? Dave bringt ihn zum Flughafen. Gut, wir sind auch soweit. Zoe, wir wollen jetzt los. Ach, Mami, wir können doch nicht gehen. Zoe, was habe ich eben gesagt? Komm jetzt, bitte. Danke, Zoe, du hast deine Rolle gut gespielt. Ja, ich weiß. Sie war wirklich sehr überzeugend. Und Sie auch, Mrs. Miss Russell. Danke. Gern geschehen, Mr. Field.
Mr. Hawthorne? Ja, Madam. Wir wollen los. Würden Sie bitte die Koffer in mein Auto bringen? Selbstverständlich, Madam. Danke. Na, ist es Ihnen schwer gefallen, den Familienvater zu spielen? Es hat mich völlig überfordert. Guten Abend, Sir. Guten Abend, Hawthorne. Große Neuigkeiten, Leute. Senor Del Campo hat sich entschlossen, so lange zu bleiben, bis die Vertragsverhandlungen beendet sind. Das bedeutet natürlich, dass ich meinen Besuch um etwa 2 Wochen verlängere. Ich möchte aber keinesfalls Ihre Gastfreundschaft überschreiten. Nein, Javier. Wie ich Ihnen schon sagte, Sam würde sich sehr freuen, wenn Sie bei ihm wohnen würden. Su casa es mi casa, oder Sam? Selbstverständlich haben wir nichts dagegen, wenn Sie weiter unser Gast bleiben. Nicht wahr, Liebling? Absolut nicht. Würden Sie uns bitte kurz entschuldigen? Wir müssen mit der Köchin sprechen. Oh, Senora Field. Das ist doch sicher Ihr Gepäck. Wollen Sie verreisen? Wissen Sie... Nein, das sind nur ein paar ausrangierte Sachen für einen guten Zweck. Hawthorne, kümmern Sie sich darum. Ja, Sir. Es war nur von 2 Tagen die Rede. Das gefällt mir genauso wenig wie Ihnen. 5.000. 10. 10? 10.000? Sie sind wohl verrückt. Ja, also gut, aber Sie bleiben so lange hier, wie es nötig ist. Einverstanden. Mr. Field, was auch immer passiert, Sie müssen mir versprechen, dass ich dadurch meinen Job nicht verliere. Machen Sie sich darüber keine Gedanken und sagen Sie Sam zu mir. Dave, Paragraph 2, Absatz 2, beinhaltet immer noch nicht das, was ich wollte. Ich möchte mir die Ergänzungen dazu ansehen, auch zu Paragraph 3. Das ist... Betrifft. Rechte Hand gehört so. Rechte Hand. Okay. Linke Hand wieder. Oh, das hätten wir geschafft. Rechte Hand. Wo ist Rot? Ich weiß es, Senor, hinter Ihnen. Ich habe gewonnen. Komm, spiel mit uns. Oh, nein, auf keinen Fall. Wieso nicht? Spielen ist nicht gerade meine Stärke. Darum geht es eigentlich nicht. Es kommt mir auf den Spaß an. Geben Sie sich einen Ruck, Mr. Field. Zum Leben gehört mehr als Arbeit. Kommen Sie. Das Popcorn ist fertig. Wunderbar. Mami, jetzt spielst du und ich drehe. Nein, Liebling, lieber nicht. Warum nicht? Hast du etwa Angst vor dem Spaß? Linker Fuß rot! Linker Fuß rot. Was? Geschafft! Rechte Hand blau. Rechte Hand blau. Das war alles? Zoe, kannst du mir nicht auch irgendwas Leichtes geben? Linke Hand rot. Na, mal sehen, ob das leicht ist. Oh, hoppla. Rechter Fuß wieder rot. Ihr seid aber lustig. Ich hab gewonnen. Sie sind nicht zu Hause, Mr. Russell. Ah, Bridget. Schön, Sie zu sehen. Sie bringen Glanz in meine müden Augen. Und wann kommen die beiden wieder? Das weiß ich nicht so genau. Wo sind sie überhaupt? Ich weiß, ich hätte mich schon längst mal melden sollen. Wie lange war ich nicht hier? 2, 3 Monate? Es sind schon 6 Monate. 6 Monate? Gut, Sie haben mich erwischt. Es wäre so schön, wenn ich Weihnachten zusammen mit Zoe feiern könnte. Hat sie nach mir gefragt? Kathleen hat mir eine Adresse gegeben, aber nur für den äußersten Notfall. Bitte.
Oh, hi. Schätzchen, würdest du mir einen großen Gefallen tun und die Finger von meinem Schreibtisch lassen? Hm? Und danke für die Büroklammerkette. Du magst keine Kinder, oder? Ach, Kinder sind schon in Ordnung. So im, genauso wie Brokkoli in Ordnung ist. Manche mögen ihn und andere wiederum nicht. Magst du Brokkoli? Nein. Ich mag ihn auch nicht. Das Essen ist gleich fertig. Wo ist Mr. Del Campo? Dave ist mit ihm ins Restaurant gegangen. Können Sie bitte besser aufpassen? Das hier ist kein Spielzimmer und die Lok ist kein Spielzeug, okay? Sie macht nichts kaputt. Sagen Sie mal, was machen Sie, damit sie gehorcht? Was? Zoe, ab sofort ist dieser Raum für dich verboten. So schwer ist das gar nicht. Danke. Du hast meine Zigarren zerschnitten. Die sind ungesund für dich, Mr. Hoffmann hat das zu mir gesagt. Das sind kubanische Zigarren. Schreien Sie sie nicht so an. Kubanische Zigarren sind das Teuerste, was es gibt. Stell das sofort wieder hin. Gib her. Na großartig. Wieso geht eigentlich alles, was du anfasst, kaputt? Und du bist nicht mein Daddy. Unsere Vereinbarung gibt Ihnen nicht das Recht, meine Tochter so anzubrüllen. Bringen Sie ihr erstmal ein paar Anstandsregeln bei, bevor Sie mich kritisieren. Was für ein weiser Rat von einem Mann, der es nötig hat, sich eine Familie zu engagieren. Können Sie mich einfach mal allein lassen? Ja, und ich komme Ihnen sogar noch mehr entgegen. Wir kündigen. Nur meine Schuld, dass wir gehen mussten. Nein, du hast überhaupt keine Schuld, Zoe. Ich bin gleich wieder da. Ich weiß, warten Sie, ich weiß, ich habe mich blöd benommen. Geben Sie mir bitte eine Chance, mich zu entschuldigen. Ja, bei Zoe. Okay. Zoe? Mr. Field ist hier und er möchte dir gerne etwas sagen. Darf er reinkommen? Es tut mir leid, Zoe. Was soll ich tun, damit du mir verzeihst? Ein Pony würde mir gefallen. Ein Pony? Das nennt man geschäftstüchtig. Du könntest mit Del Campo verhandeln. Also gut. Es tut mir wirklich leid, Zoe. Ich war... Dumm? Ja. Ziemlich dumm. Kannst du mir verzeihen? Naja, ich denke schon. Es ist mir nicht mit Absicht passiert. Oh, das... Das ist schon okay. War doch nur Wasser, weiter nichts. Können wir jetzt wieder in dein Haus fahren? Ich habe nichts dagegen. Oh, wie schön. Ich ziehe mich gleich an. Das war sehr nett von Ihnen, Sam. Naja, reden Sie nicht darüber. Das würde meinen Ruf ruinieren. Also, dann bleiben wir bei Ihnen, bis Mr. Del Campo abgereist ist. Danke. Sie retten mir den Kopf. Ihre Geschäfte interessieren mich nicht. Ich habe Pläne mit dem Geld. Ist das von Ihnen? Sehr gut. Die Bilder sind hervorragend. Haben Sie jemals daran gedacht, professionell zu malen? Ja, ich... Eigentlich wollte ich in Paris studieren und einige Jahre im Ausland leben, aber... Ich habe geheiratet, bekam Zoe... Jerry verließ uns und alles wurde ganz anders. Ich nehme an, es ist dir nicht leicht gefallen, heute Abend zu gehen. Die Hauptsache ist, dass Zoe sich wohlfühlt. Ich bin fertig. Wir können nach
entschuldigen Sie. Wohnen Sie hier? Ich arbeite hier. Was wollen Sie denn? Ich hätte gerne ein paar spezielle Informationen. Sie sind wohl von der Polizei, oder? Ja, Ma'am. Zivilfahndung. Oh, ich wusste, dass es Ärger geben würde. Was für Ärger? All diese Lügen. Er gibt eine fremde Frau und ein Mädchen als seine Familie aus. Aha. Was macht Ihr Arbeitgeber beruflich? Mr. Field? Dem gehört Field Industries. Field Industries. Ho, ho, ho! Fröhliche Weihnachten! Hallo Schätzchen! Fröhliche Weihnachten! Fröhliche Weihnachten! Fröhliche Weihnachten! Fröhliche Weihnachten! Ist eine absurde Situation. Ja, du hast recht. Hör auf zu lamentieren. Am Ende merkt er noch irgendwas. Was heißt lamentieren? Hey, ich wette, das ist ein Elch. Das ist ein Rentier. Ein Elch. Ein Elch ist aber viel größer als ein Rentier. Das haben wir nämlich in der Schule behandelt. Was du nicht alles weißt. Ich hab recht. Nein. Ja. Nein. Ja, mal unendlich. Nein, mal doppelt unendlich. Unendlich kann man nicht steigern und auf gar keinen Fall verdoppeln. Na ja, Sie hat völlig recht. Es ist ein Rentier. Ich hasse dieses Kind. Du hast sie engagiert. Ich hoffe, es ist Ihnen nicht zu kalt, Sir. Solches Wetter sind Sie doch gar nicht gewöhnt. Oh, das macht mir nicht so viel aus. Außerdem sehe ich mit großem Vergnügen, wie sich Ihre Tochter und Ihre Frau amüsieren. Zoe, bist du eine gute Schlittschuhläuferin? Ich glaube, dass dein Vater ein kleines bisschen Hilfe braucht. Mr. Del Campo hat gesagt, ich soll dir helfen. So hat er das. Naja, ich kann nicht Eis laufen. Doch, du kannst es. Mami hat es mir gezeigt und ich zeige es dir. Nein, nein, ich bin schon als Kind immer hingefallen. Dann wird es jetzt noch viel schlimmer sein. Du musst keine Angst haben. Ich bin doch nein, bei Zoe, dir. Nein, Zoe, ich will nicht. Komm schon. Nein, das ist keine gute Idee. Aber Mr. Del Campo hat es gesagt. Zoe! Schnell, gib mir deine Hand. Okay. Gleich falle ich hin und mache mich vor allem zum Gespött. Ich fange dich auf, ich verspreche es dir. Versprochen? Hand aufs Herz und nicht gelogen, sonst will ich in die Hölle fahren und auf dem Grill des Teufels garen. Also, du musst deine Füße gerade nebeneinander stellen. So ist es gut. Und nun lauf. Du kriegst ein Gefühl dafür. Ja? Es beeindruckt mich, wie ein Mann die Firma leitet. Er hat es wirklich schon weit gebracht. Sam ist ein extrem ehrgeiziger Mann. Er würde fast alles tun, um weiterzukommen. Darf ich bitten? Ja, gern. Sie sind eine gute Schlittschuhläuferin. Sehr sicher und kontrolliert. Das ist wohl ein Wesenszug von Ihnen. Schon von Kindesbeinen an war ich auf dem Eis. Ah. Zoe will mir einfach nicht glauben, dass ich nie hinfalle. Wirklich? Merkwürdig. Man sollte nie zu selbstsicher sein, sonst fällt man auf die Nase. Das Leben ist voller Überraschungen. Komm schon, du kannst es, nur Mut! Du hast es geschafft, du hast es wirklich geschafft! Ja, das sehe ich auch so. Thank you.
Verzeihen Sie bitte. Entschuldigung. Wenn Sie wollen, helfe ich Ihnen. Wissen Sie, ich glaube, ich werde lieber eine kleine Pause machen. Danke. Ich vermute, Sie wären jetzt gern ohne Anhang. Wieso? Wieso sagen Sie das? Ich hab's genau gesehen. Sie wären jetzt gern mit ihr Schlittschuh gelaufen. Ist gar nicht mein Typ. Nicht Ihr Typ. Nein, nicht wirklich. Es fällt Ihnen schwer, etwas zu glauben, oder? Enttäuschungen tun weh. Mami, komm endlich! Ich werde mich jetzt um Zoe kümmern. Violette! Bist du zufrieden? Hat es dir gefallen? Ja, ich habe seinem Schlittschuhlaufen beigebracht. Ganz toll. Ich bin wirklich stolz auf dich. Gute Nacht, meine Süße. Kann ich Sam noch gute Nacht sagen? Sam, Zoe möchte Ihnen noch gute Nacht sagen. Wer ist das? Das ist mein Dad. Mein richtiger Dad. Wo ist er? Er ist in einer Astronautenschule. Deshalb haben sich auch meine Eltern scheiden lassen. Weil das nämlich ganz weit weg ist. Das wusste ich gar nicht. Hast du die von ihm bekommen? Aha. Kann ich dir ein Geheimnis verraten? Du darfst es aber nicht Mami sagen. Hand aufs Herz, sonst will ich in die Hölle fahren. Mami hat mir etwas zum Geburtstag geschenkt und gesagt, mein Dad hätte es geschickt. Dabei hat es Mami gekauft. Woher weißt du das? Ich bin 7, aber ich bin nicht blöd. Sie hat gesagt, das ist von ihm, damit ich nicht denke, er hat mich vergessen. Aber ich will ihr nicht verraten, dass ich Bescheid weiß, sonst wäre sie traurig, okay? Okay. Ich wünsche mir gar keine Geschenke. Ich möchte nur, dass er mit uns Weihnachten feiert. Ich weiß auch nicht, was ich Böses gemacht habe, dass mein Daddy mich nicht mehr mag. Denkst du das wirklich? Ich weiß nicht, aber es muss doch einen Grund geben, warum er mich so lange nicht besuchen kommt. Vielleicht, weil ich so ungeschickt bin und immer alles fallen lasse. Daddy sagt, ich habe 2 linke Hände. Denkst du eigentlich, er wäre bei uns geblieben, wenn ich geschickter wäre? Oh, nein, nein, so, jedem fällt mal was runter. Das ist doch nichts Schlimmes. Vielleicht bin ich einfach nicht liebenswert. Aber natürlich bist du das, Zoe. Manchen Menschen fällt es einfach leichter, andere lieb zu haben, verstehst du? Und andere Menschen wissen nicht, wie das geht. Keiner hat es ihm beigebracht. Ich hab dir beigebracht, wie Eislaufen geht. Ja, das war nett von dir. Hat denn der dich lieb gehabt? Das wusste ich manchmal nicht so genau. Warum nicht? Warst du böse? Ich war nicht
gut genug. Im Sport, da wollte er, dass ich immer der Beste bin. Er war der Star seines College-Baseball-Teams. Auch wenn du im Sport nicht so gut warst, hätte er dich trotzdem lieb haben sollen. Kann ich dir was verraten? Ja, natürlich. Ich erinnere mich an einen Tag, ich war etwa so alt wie du und mein Dad wollte mir Baseballspielen beibringen. Er übte mit mir und warf mir immer den Ball zu. Naja, ich konnte ihn aber nicht fangen. Kein einziges Mal. Das lag daran, dass der Handschuh, den er mir geschenkt hatte, viel zu groß war. Er rutschte immer weg. Mein Dad wurde immer wütender. Und dann warf er einen letzten Ball. Er warf ihn ganz hoch in die Luft. Und während er runterkam, habe ich gebetet, ich flehe dich an, lass mich diesen Ball fangen, nur einmal. Ist es dir gelungen? Ich habe ihn berührt. Aber ich konnte ihn nicht festhalten. Der Handschuh rutschte und ich ließ den Ball fallen. Was hat denn der dann gemacht? Er sah mich strafend an. Und dann ging er einfach weg. Ich habe es nie wieder versucht. Es war nicht deine Schuld. Es war der blöde Handschuh. Dein Dad hätte dir einen Kinderhandschuh kaufen sollen. Weißt du, Zoe, ich habe das noch niemals jemandem erzählt. Oh, glaub mir, ich erzähle es nicht weiter. Hand aufs Herz und nicht gelogen, sonst will ich sonst in die Hölle fahren. Sonst will ich in die Hölle fahren und auf den Grill des Teufels garnen. Mit deinen Sprüchen. Jetzt musst du aber wirklich schlafen, Zoe. Okay. Gute Nacht, Sam. Ja, gute Nacht. Zu kalt hier draußen. Danke. Ihre Tochter ist wirklich klug. Ein bisschen zu klug manchmal. Darf ich Sie fragen, wo Zoes Vater ist? Ich weiß es nicht. Jerry zieht ständig durch die Gegend. Ein Lebenskünstler, würde ich sagen. Ein Golfer, der nie Glück hat. Er ist vor einem halben Jahr verschwunden, ohne sich von Zoe zu verabschieden und so. Denkt sie immer noch, er kommt bald zurück. Wieso besucht er sie nicht? Er ruft an. Hin und wieder. Sein letzter Anruf ist schon Wochen her. Er hat gesagt, er käme auf der Durchreise auf jeden Fall vorbei. Tja, sie wartete am Fenster, bis sie eingeschlafen ist. Er ist nicht gekommen? Er hat sich nicht mal entschuldigt. Seitdem ist sie etwas schwierig. Sie treibt ziemlich viel Unfug. Zwingen Sie ihn doch, sie zu besuchen. Wie wollen Sie jemanden dazu zwingen, ein liebevoller Vater zu sein? Ganz besonders Sie müssten das wissen. Naja, ich habe einfach noch nicht die Richtige gefunden. Hören Sie, Sam, ich weiß nicht genau, ob Sie bemerkt haben, wie sehr Zoe sie inzwischen mag. Ich würde das an Ihrer Stelle nicht weiter forcieren. Weil sie nur vorübergehend eine Rolle in ihrem Leben spielen. Es ist mir schon unangenehm genug, Zoe in diese Lage gebracht zu haben. Also bitte, lassen Sie uns die Sache zu Ende bringen, ohne dass wir uns gegenseitig gefühlsmäßig belasten. In Ordnung? Ja. Also, gute Nacht. Was machst du denn in Mr. Day Campos Zimmer? Sieh mal, Annie. Ich habe es ja gewusst. Er ist ein Engel.
Sei bitte nicht albern. Das ist eine Feder aus seinem Bett. Weiter nichts. Nein, die ist von seinen Flügeln. Du wirst schon sehen. Wenn alles gut geht, meine Herren, müssten wir den endgültigen Vertrag bis nächste Woche fertig haben. Allerdings ist dann schon Weihnachten. Ach, das ist gar kein Problem, nicht wahr? Selbstverständlich können Sie die Feiertage gern hier verbringen. Aber wollen Sie denn nicht... Oh nein, ich habe nur einen Sohn und der ist mit seiner Familie bis Neujahr in Hongkong. Er hat dort geschäftlich zu tun. Ich bin gleich zurück. Und Zoe, dass Sie hier sind? Noch nicht, aber sobald ich weiß, was Sie mit den beiden vorhaben, werde ich zu Ihnen gehen. Ich verstehe nicht. Gut, dann helfe ich Ihnen nach. Sie sind nicht mit Kathleen verheiratet und Ihr Apartment hat sie auch nicht aufgegeben. Also, wieso wohnen Zoe und Kathleen dann bei Ihnen? Kathleen ist mir bei einer geschäftlichen Transaktion behilflich. Machen Sie mir doch nichts vor, Sam. Das größte Geschäft Ihres Lebens steht direkt vor dem Abschluss. Das geht Sie überhaupt nichts an. Aber wenn Sie meine Frau und meine Tochter da reinziehen, geht es mich schon was an. Ihre Ex-Frau. Trotzdem, was würde wohl dieser Del Campo sagen, wenn er um die wahren Verhältnisse wüsste? Ich glaube, er würde sagen, ay, caramba, und ab zurück nach Mexiko. Wie viel wollen Sie, Jerry? Ach, gar nicht viel. Nur für die Zeit bis zur nächsten Tour sagen wir etwas mehr als 10.000, aber weniger als 20. Also gut, 20. Sie kriegen das Geld sofort nach Weihnachten. Unter einer Bedingung. Sie nehmen bis dahin keinen Kontakt zu Kathleen und Zoe auf. Wenn ich meine Familie sehen will, dann tue ich das. Erst nach Weihnachten, oder ich ziehe mein Angebot zurück. Okay, einverstanden. Rufen Sie im Büro an und hinterlassen Sie Ihre Telefonnummer. Ich melde mich bei Ihnen. War gar nicht so schwer, wie ich dachte, Sam. Bis dann. Wieso haben Sie sich nicht von Zoe verabschiedet? Ich konnte nicht. Sie werden bemerken, dass die meisten Vertragsbedingungen... Senor? Oh, wie schön. Mexikanische Hochzeitskekse. Senora Fields, Sie sind eine perfekte Gastgeberin. Danke. Wir danken dir. Nein, ich möchte nicht. Wo waren wir stehen geblieben? Oh ja, der Kaufvertrag. Als erstes... Kauf? Ich dachte, es geht um eine Fusion. Naja, nicht direkt. Schatz, wir sind mitten in den Vertragsverhandlungen. Davon verstehst du nicht so viel. Ich denke, mein kleines, weibliches, beschränktes Hirn kann den Unterschied zwischen Kauf und Fusion durchaus verstehen. Wird die Produktion etwa nach Mexiko verlagert? Ja, das haben wir vor. Was natürlich bedeutet, dass viele Ihrer Angestellten die Arbeit verlieren. Haben Sie das eigentlich genügend bedacht? Oh, das wird... Ja, natürlich. Wir haben ein Entlassungsprogramm. Die Leute haben nichts zu befürchten. Sie haben nichts zu befürchten? Nein, glauben Sie mir. Sei doch so gut und sag Annie, sie möchte uns etwas Kaffee zu dieser Köstlichkeit servieren. Ja, Schatz? Ja, sicher, natürlich, Schatz. Oh, Annie, die Herren möchten noch etwas Kaffee. Nein. Und in den von Mr. Field mischen Sie bitte Arsen. Gehen wir es ein letztes Mal durch. Moment, aber vorher möchte ich... Die Anwendung des Stufenplanes bei der Mr. Zahlung des Field, Kaufpreises... Sie werden in der Halle erwartet. Karl Pepper sagt, es wäre dringend. Wenn man nicht alles selber macht. Ich bin gleich zurück. An alle harmlose Feier und plötzlich wurde daraus eine regelrechte Revolte. Da sind Sie ja. Wie schön, Sie haben noch nicht viel verpasst. Sie ist die Anführerin. Oh, nicht so verbissen, Carly. Kathleen, ich meine Miss Russell, was geht hier vor? Es ist wirklich nett von Ihnen, dass Sie uns so verwöhnen, Mr. Field. Carly ist alleinstehende Mutter, wie die meisten Frauen, die hier für Sie arbeiten. Ich freue mich, Sie kennenzulernen, Miss Russell. Oh, ganz meinerseits. Und ich möchte Ihnen auch noch danken, Mr. Field. In einem halben Jahr werde ich endlich genug gespart haben, um eine Krankenschwesterausbildung zu finanzieren. Und das habe ich nur Ihnen zu verdanken.
Cheers. Da drüben, das ist Sarah Quincy. Sarahs Baby kommt im nächsten Monat. Eigentlich sollte sie zu Hause bleiben und sich ausruhen. Aber sie und ihr Mann haben sich ein hübsches kleines Haus gekauft und sie brauchen zwei Gehälter. Kathleen, und das da ist Susan Epstein. Wissen Sie eigentlich, dass sie seit Gründung der Firma von Anfang an dabei ist? Toll. Sie hat also auf ihre Weise genauso viel investiert wie Sie, verstehen Sie? Und dann ist da noch die kleine Kommen Chinesin, von der Kopf muss ich Ihnen unbedingt noch erzählen. Wer hätte das gedacht? Na schön, okay, Sie haben es mir gezeigt. Und jetzt werde ich Ihnen mal erklären, wie das Geschäft eigentlich läuft. Es ist knallhart. Entweder Sie investieren alles oder Sie gehen pleite. Ich wollte nur, dass Sie mal in Ihre Gesichter sehen, bevor Sie die Leute auf die Straße setzen. Sie können sich doch jederzeit woanders einen neuen Job suchen. Aber Sie haben ja gar keine Ahnung, wie die Situation Natürlich, überhaupt das ist. Weiß ich sehr wohl. Ich habe auch mal klein angefangen und mich nach oben gearbeitet. Dafür muss man eben was riskieren. Kommen Sie, Sam, Sie haben längst vergessen, wie es mit zu wenig Geld im Portemonnaie ist. Und Sie haben noch nie in die Augen eines Kindes gesehen, das sich nicht traut, einen Wunsch auszusprechen. Das Wichtigste im Leben dieser Leute ist Ihr Job. Und denken Sie ja nicht, dass man davon gut leben kann. Wir können aus uns alles machen, was wir wollen. Das ist freie Marktwirtschaft. Spricht da Ihr Vater aus Ihnen? Das hat nichts mit meinem Vater zu tun. Aber natürlich, Sie wollen von ihm anerkannt werden. So sehr, dass Sie nicht mal erkennen, wo er große Fehler gemacht hat. Moment, Sie können davon überhaupt nichts verstehen. Wenn Sie nicht aufpassen, machen Sie dieselben Fehler wie er. Oh, jetzt begeben wir uns auf Ihr Spezialgebiet. Was soll das? Ich verstehe nicht. Aus Angst, Ihre eigenen Fehler zu wiederholen, gehen Sie den Männern einfach aus dem Weg. Das ist absurd. Glauben Sie das wirklich? Sie wollen einfach nicht akzeptieren, dass es Frauen geben könnte, die nicht auf Sie reinfallen. Sagen Sie mir, dass Sie nicht an mich denken, wenn Sie in meinem Bett liegen. Und nachts nicht. Nicht einschlafen können, weil Sie sich fragen. Ja, ich frage mich durchaus, Sam. Manchmal fühle ich mich Ihnen so nah, dass ich Angst bekomme. Denn ich war schon mal mit einem Mann verheiratet, der sein Kind und seine Frau für ein Geschäft verraten hat. Was denken Sie, dass ich Sie nach dem Vertragsabschluss mit der Campo einfach wegschicke? Bisher war es so geplant, oder nicht? Ja, nein. Ach, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Aber natürlich hat es das. Ich meine, wer kann schon wissen, ob es mir nicht genauso ergeht wie den Kollegen dort, wenn ein besseres Geschäft in Aussicht ist? Das ist gut, das ist... Oh Gott, Sie sind wirklich die komplizierteste Frau, die ich je getroffen habe. Jetzt kann ich verstehen, warum Ihr Mann Sie verlassen hat. Haben Sie auch eine Erklärung, aus welchem Grund er seine Tochter verlassen hat? Ich... Mr. Field, wäre es möglich, dass ich heute etwas früher gehe? Ich muss noch ein paar Geschenke kaufen. Natürlich können Sie gehen. Auf Wiedersehen, Betty. Fröhliche Weihnachten. Ihnen auch. Fröhliche Weihnachten. Geschenke. Ich habe die Geschenke vergessen. Sie müssen es anders herumdrehen. Woher wissen Sie das? Ganz einfach, weil ich das schon öfter gemacht habe. Den können wir auch noch später fertig bauen. Sind Sie müde? Ach, ja. Es muss ziemlich anstrengend sein, wenn man vorhat, seine Angestellten zu entlassen. Kathleen, ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, um dafür zu sorgen, dass die Leute einen neuen Job finden. Ich werfe sie nicht einfach raus. Ich kümmere mich um eine Arbeitsvermittlung für jeden. Dafür bin ich Ihnen dankbar. Tut mir leid, dass ich so überreagiert habe. Nein, nein, bitte nicht. Ich muss mich entschuldigen. Ich habe noch nie so viele Geschenke gesehen. Del Campo wird beeindruckt sein. Die soll nicht Del Campo beeindrucken, die sind für Zoe.
Ich wollte nur, dass sie ein schönes Weihnachtsfest hat. Danke, Sam. Das ist sehr aufmerksam von Ihnen. Ich muss an meinen Dad denken. Er war Milchmann und deshalb, wie natürlich, wie viel Geld, aber... Trotzdem bekam ich zu Weihnachten immer ein großes Geschenk und die wunderbarste Überraschung war ein Mahlset. Ich war so begeistert davon, dass ich sofort anfing, alles zu malen, sogar unsere Katze. Das war das schönste Weihnachten, das ich je hatte. Und Ihr schönstes? Dieses. Meine Mutter hat die Bilder immer an den Kühlschrank gepinnt. Manche hat sie auch eingerahmt. Sie war sehr stolz auf mich. Sie hat mir das Gefühl gegeben, dass ich eine gute Malerin werden könnte. Das können Sie immer noch. Das ist mein Traum, aber vorläufig hat selbstverständlich Zoe den Vorrang. Sie sind wirklich zu bewundern. Ich habe keine andere Wahl. Ich möchte Ihnen was sagen. Der einzige Grund, warum ich noch keine Familie habe, ist die Angst davor, ein schlechter Vater zu sein. Aber wenn man sieht, wie Sie mit Zoe umgehen, Sie wären ein ausgezeichneter Vater. Wenn ich Sie so betrachte, dann sehe ich genau... Was? Viele Geschenke, hä? Du bist wohl gar nicht aufgeregt. Doch, schon. Merkwürdig, besonders fröhlich und begeistert scheinst du aber nicht zu sein. Aber ich dachte... Woher willst du wissen, dass nicht doch das Geschenk dabei ist, das du dir am meisten wünschst? Hm? Packen wir aus? Also, wer öffnet welches Päckchen? Meins zuerst! Bitte öffne meins zuerst! Oh, für mich? Mhm. Ja, für dich. Okay. Das sieht aber hübsch aus. Hast du das selbst eingepackt? Ja. Beeindruckend. Was kann das sein? Und passen tut er auch. Soll ich dir verraten, wieso? Ich habe mir heimlich einen Handschuh von dir genommen, damit ich die richtige Größe weiß. Der wird dir bestimmt nicht von der Hand runterrutschen. Damit kannst du den allerschwierigsten Ball auffangen, den es gibt. Gefällt er dir nicht? Das ist mein schönstes Weihnachtsgeschenk. Danke, Zoe. Sein könnte. Zeig mal. Oh, Sam. Und was ist da drin? Oh, das ist wundervoll. Aber das kann ich doch nicht... Aber natürlich kannst du. Erfüll dir deinen Traum damit. Mal sehen, was da drin ist. Oh, was für ein prächtiger Stock. Hat der Weihnachtsmann vielleicht irgendwas vergessen? Ho, 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 fröhliche Weihnachten. Es ist ein besonders fröhliches Fest dieses Jahr, nicht wahr, Sam? Komm rein. Danke sehr. Feliz Navidad, Sir. Oh, Senor Herbert, auch Ihnen Feliz Navidad. Prospero Año Nuevo y Felicidad. Genau. Ich möchte Ihnen eine Kleinigkeit überreichen, damit wir unseren Vertrag besiegeln können. Oh, na.
Oh, was für ein wertvolles Stück. Gracias, Señor. Wissen Sie, ich habe zufällig unseren Vertrag dabei. Wenn Sie wollen, können wir ihn sofort unterschreiben. Warum bis morgen warten? Bitte? Nichts dagegen. Großartig. Hier bitte. Ho, ho. Senor? Wissen Sie, am Weihnachtstag mache ich nie Geschäfte. Aber Dave, Sam... Das kann warten. Ich kümmere mich ums Frühstück. Senora Field. Sehen Sie mal nach oben. Täusche ich mich oder müssen Sie sich küssen, wenn Sie beide darunter stehen? Entschuldigen Sie mich, Señor del Campo. Ich habe noch was zu erledigen. Du geworden bist. So hübsch wie deine Mami. Hey, Kathleen. Daddy, ich habe ein Geschenk für dich. Komm mit, ich zeig's dir. Oh, nicht so stürmisch. Seit wann ist er denn wieder da? Seit ein paar Tagen. Tut mir leid, Kathleen, ich hätte es dir sagen müssen. Daddy? Bitte sag mir, dass das nicht ihr Vater ist. Señor Field, was hat dieser Mann mit Zoe zu tun? Das ist Zoes richtiger Vater. Ich muss Ihnen eine Menge erklären. Das hast du aber das schön gemacht. Du und Mami. Ich bin neugierig, Senor. Wieso erzählen Sie mir das jetzt, nachdem wir unseren Vertrag endlich unter Dach und Fach haben? Ich weiß nicht. Ich denke doch. Ach, es war einfach dumm, so zu tun, als hätte ich eine Familie. Sie haben ja nicht ständig so getan. Wenn Sie schwierige Entscheidungen treffen müssen, rate ich Ihnen, mit dem Herzen zu denken, nicht mit dem Kopf. Das Herz ist weiser. Augenblick mal. Warten Sie nur einen Moment. Wir haben einen unterschriebenen Vertrag. Zweifellos. Sie haben es in der Hand, Mr. Field. Wollen Sie unterzeichnen? Das dachte ich fast. Nun, dann kann ich mich jetzt von Ihnen verabschieden. Vaya con Dios. Warten Sie, Senor. Senor, Sie kennen meine Familie noch nicht. Dave. Was? Lass ihn gehen. Aber Sam, wir haben einen unterschriebenen Vertrag. Lass es gut sein. Bist du verrückt? Ach. Na, wie lange willst du bleiben, Jerry? Ich muss heute Abend noch los. Was? Oh, sorry. Ich habe die einmalige Chance, wieder bei einer Tour einzusteigen. Du wirst bald sehr stolz auf deinen Daddy sein. Ich würde es nicht gut finden, Jerry, wenn du wieder ohne Abschied gehst. Gut.
Ich würde gern bleiben. Du bist noch nie bei mir geblieben, Daddy. Zoe, du bist mir das Liebste auf der Welt. Ich liebe dich. Und das wird immer so bleiben. Aber du und deine Mami, ihr habt was Besseres verdient. Jemanden, der immer bei euch ist. Vielleicht habt ihr ihn schon gefunden. Zoe. Zoe. Ich werde dich immer in meinem Herzen tragen. Fest, hörst du? Meine Finger sind ganz kalt. Ich falle gleich runter. Oh mein Gott. Also gut, ich fange dich auf, Zoe. Lass dich einfach fallen. Es kann nichts passieren. Nein, ich habe Angst. Ich fange dich auf. Glaub mir. Liebling, bitte tu, was er sagt. Ich liebe dich, Zoe. Ich lasse nicht zu, dass dir was passiert. Jetzt. Lass dich einfach fallen. Du hast es geschafft. Du hast mich wirklich aufgefangen.